Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Wir werden mal kurz besprechen, was in den letzten Stunden und Tagen von Fortnite passiert ist, denn einige geheime Sachen sind dazugekommen, wie zum Beispiel Infos zu den Tests von Epic Games und Kollaboration, die aber in Wellen, also stufenweise passieren werden. Als allererstes aber mal zum Item Shop, denn Ostern wird jetzt mehr oder weniger in Fortnite gefeiert. Frohe Ostern, falls ihr das feiert. Aber leider ist es sehr enttäuschend dieses Jahr, denn wir haben nur eine neue Variante von einem alten Ostern-Skin bekommen, nämlich für Meister Lampe. Und er hat ja schon drei alternative Stile. Seine Rückenaccessoire hat zwar immer noch zwei, aus welchem Grund auch immer. Danach haben wir seine Spitzhacke. Plüschiger Rabauken ist auch am Start, also die typischen Standards und Ikonen von Ostern. Danach haben wir das Häschenpaket mit zwei weiteren Accessoires. Danach vier weitere Skins mit Spitzhacken, Lackierungen. Emotes sind am Start, die gar nicht mal so schlecht sind. Wie zum Beispiel Häschenhüpf ist ein sehr ikonisches Emote in Fortnite. Hopper ist auch wieder am Start. Hoppel ist wieder am Start. Und des Weiteren gibt es auch ein neues Paket für zwei neue Rückenaccessoires. Das ist sehr interessant, das ist in den letzten Tagen in den Item Shop gekommen und lautet Besquiat-Paket. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, aber es ist eine Inspiration oder eine Kollaboration in Anführungsstrichen mit einem Künstler, der gestorben ist vor langer Zeit. Keine Ahnung, warum die das unbedingt jetzt machen und warum die das machen, aber ich denke mal, es verkauft sich gut, weil es auch wirklich sehr interessante Designs sind und Konzepte. Das hier sieht mega nice aus und für 400 V-Bucks, mega nice das Angebot von Fortnite hier. Also würde ich mir nicht entgehen lassen, außer man plant sich irgendwas anderes zu holen. Freunde, denkt bitte dran, Creator Code LightSky 10 einzutragen oder von irgendeinem anderen Creator, damit ihr nicht nur Epic Games unterstützt, sondern auch die Creator selbst, die euch hier ständig informieren und auch auf dem neuesten Stand halten bzw. bringen. Also Kuss geht raus an alle, die es getan haben oder noch tun werden. So, ihr habt natürlich alle mitbekommen, dass The Daily Bugle mit dem neuesten Update komplett angepasst wurde für die 7. Denn der Kampf wurde gewonnen. Die 7 haben jetzt auch langsam die Oberhand gewonnen oder die Überhand. Keine Ahnung, wie man das sagt. Die Territorien wurden aktualisiert. Das heißt, die 7 haben 75 bis 80% der gesamten Insel jetzt in Kontrolle. Und The Daily Bugle ist halt darunter. Deswegen gab es ja auch seit dem neuesten Update zwei neue Spendenstationen in diesem Vulkan oder in diesem Ort oder an diesem Ort besser gesagt. Einmal für zwei Geschütze. Das gab es ja schon bei Sanctuary und glaube ich bei anderen Orten. Da konnten wir ja Gold spenden und als Community dann entscheiden, ob das leichte Geschütz oder das schwere Geschütz an diesem Ort spawnt. Und die Abstimmung jetzt bei der Daily Bugle ist vorbei. Denn das leichte Geschütz hat die Abstimmung gewonnen und ist jetzt dort zu finden. Ich denke mal, sehr offensichtlich ist tatsächlich die mittlere Straße. Einfach bis zum Ende laufen und dann findet ihr das Ganze. Ich finde es auch gut, dass das leichte Geschütz diesmal gewonnen hat, weil bei Sanctuary zum Beispiel das schwere Geschütz gewonnen hat. Und das schwere Geschütz ist halt effektiver an Fahrzeugen und das leichte Geschütz effektiver an Gegner. Und macht auch besseren Schaden, ist auch schneller zu schießen und auch viel, viel, viel angenehmer als das andere. Dann gab es auch die Abstimmung oder die Spendenaktion für einen weiteren gepanzerten Schlachtenbus, der jetzt auch dort ist. Also die Spendenaktion ist vorbei, das Ganze wurde abgeschlossen und ihr findet jetzt einen dritten gepanzerten Schlachtenbus bei der Daily Bugle. Direkt vor dem Main-Gebäude einfach wieder mal mit Jonkers Geländereifen, ein paar Sitzen, wo ihr sitzen und chillen könnt, zwei Geschützen und einem Kuhfänger und natürlich einem Fahrersitz. Diejenigen, die auch in meinen letzten Videos am Start waren, haben mitbekommen, dass ich über eine sogenannte Coachella-Kollaboration geredet habe. Es gibt Strings in den Dateien und Insider-Informationen, die darüber reden, dass seit Coachella mit Fortnite eine Kooperation startet und deswegen auch Cosmetics auf uns zukommen werden. Doch Fortnite Australien, ich werde auch gleich zu der offiziellen Ankündigung von Epic Games kommen, aber Fortnite Australien hat vorher schon das gesamte Bundle geleakt, was heute Nacht in den Item Shop kommen wird. Aber es gibt noch viele weitere Sachen, denn sie haben zum Beispiel erwähnt, dass dieses Bundle nur die erste Welle von den Coachella Cosmetics sein wird, weshalb es jetzt noch weitere Cosmetics geben wird im Laufe der nächsten Tage. Und jetzt reden wir erstmal über die offizielle Ankündigung. Denn PlayStation Store zum Beispiel auch die alternativen Stile für diese Skins geleakt, aber ich blende euch mal das Bundle ein. Also, beziehungsweise ein Bundle ein, denn in diesem Bundle sehen wir einen männlichen Skin. Und die meisten Skins auch in dieser Coachella-Kollaboration stammen aus den Konzeptumfragen von Epic Games selbst. Aber erstmal über das Bundle. Also wir sehen den männlichen Skin, er hat noch einen alternativen Stil, der reaktiv auf Musik ist. Also wenn Musik abgespielt wird von einem Emote oder von einem Musikpaket zum Beispiel, dann reagiert dieser Skin, dieser Stil drauf. Und man sieht auch, wie seine Augen leuchten, er eine andere Hautfarbe hat.
hat und er allgemein Flammen um seinen Körper hat. Danach gibt es noch eine Spitzhacke für ihn, die auch leuchtet, ist halt ein Hai. Danach ein Rückenaccessoire, was die Spitzhacke ist, nur halt ohne den Stab. Es ist sogar möglich, dass ihr wahrscheinlich das Rückenaccessoire rausziehen könnt, um aus diesem Rückenaccessoire eine Spitzhacke zu machen. Und zu guter Letzt gibt es noch eine Lackierung, die gar nicht mal so schlecht aussieht. Also bunt, und ich denke mal, dass es auch reaktiv ist, wie es im Blogpost von Epic Games steht. Im zweiten Bundle, beziehungsweise im zweiten Set, gibt es einen weiblichen Skin. Die war auch in den Konzeptumfragen dabei, ist ein weiblicher Rockstar-Skin, sieht ganz normal aus, sieht ganz okay aus. Der zweite Stil macht natürlich diesen Skin umso interessanter. Ja, wir sehen halt, wie die Augen leuchtet, die reaktiv, die ist auch reaktiv auf Musik. Danach hat sie noch ein Rückenaccessoire, was ein Kaktus ist, aber das ist auch reaktiv auf Musik. Und dann gibt es nochmal die Spitzhacke, eine leuchtende Cosmo-Gitarre, sieht sehr, sehr, sehr interessant aus. Natürlich könnt ihr die Items einzeln oder in einem ganzen Paket kaufen, wo der Preis natürlich reduziert wird, wenn ihr alles auf einmal, wie gesagt, kauft. Das ist wie gesagt nur die erste Welle. Das Ganze könnt ihr heute um 2 Uhr nachts im Itemshop kaufen. Der offizielle Preis ist natürlich noch unbekannt. So, und die nächste, beziehungsweise die zweite Welle von diesen Cosmetics kommt am 22. April, also genau in 7 Tagen, nächste Woche um 2 Uhr nachts. Im ersten Set haben wir einmal ein Skin aus den Konzeptumfragen. Ich habe auch darüber in den letzten Videos geredet, weil ein unveröffentlichtes Emoticon halt sich auf diesen Skin bezieht. Und der sieht mega nice aus, bisschen futuristischer, moderner, Street-Style-Look, ganz okay. Er hat sehr interessante Haare und ein sehr interessantes T-Shirt. Er verfügt noch über ein Rückenaccessoire, was reaktiv auf Musik ist, oder eine sehr, sehr, sehr bunte Spitzhacke. Ich glaube, das soll eine Palme oder so sein. Keine Ahnung, wie man das nennt. Das zweite Set ist wieder mal ein weiblicher Skin, und die war auch in den Konzeptumfragen dabei. Und weil er auch Fortnite Australien erwähnt hat, dass es noch noch weitere Cosmetics geben wird, war sie eine gute Vermutung und Möglichkeit. Und deswegen haben wir schon heute Nacht Theorien darüber gemacht auf den sozialen Medien, aber weil es jetzt angekündigt wurde, macht es gar keinen Sinn mehr, das Ganze zusammenzufassen. Sie hat noch ein Rückenaccessoire, was so ein Helm ist, also ein Weltall-Helm oder eine Maske, wie auch immer. Das sollte auch reaktiv auf Musik sein, die Skins sowieso, glaube ich. Danach gibt es noch eine Spitzhacke, die auf Musik reagiert, und das sind sogar Hochhäuser, wo die alle eine andere Farbe haben und in verschiedenen Größen vorkommen. Und es gibt nochmal eine Lackierung für ihr Outfit, damit das Ganze passt. Und komischerweise hat die Lackierung andere Farben als das Skin selber. Aber das lassen wir mal einfach so durch. Und das natürlich, also diese Items könnt ihr einzeln oder in einem Paket kaufen. Aber wenn ihr das Paket kauft, also in der nächsten Welle, dann könnt ihr auch einen neuen Ladebildschirm bekommen, der mega, mega nice ist, wo man eine große Party sieht mit vielen anderen Fortnite-Charakteren und natürlich diesen Coachella-Skins. Das ganze Event geht bis zum 16. Mai, also dort noch eine Weile, und bis dahin könnt ihr auch Songs der Künstler in den Radios von Fortnite hören, also bei den ganzen Autos und so weiter, und die Songs der Künstler kommen nur vor, die halt auch wirklich bei Coachella 2022 dabei sein werden. Warum das ab morgen startet, liegt daran, dass ein Festival startet mit zum Beispiel Harry Styles oder so, wie der heißt. Also es wird ein großes Konzert sein, ich denke mal, überall auf der Welt, und deswegen haben wir auch diese Ankündigung dazu bekommen. Es gibt sogar auch noch ein Foto-Event, also ein Fotografie-Event, und die Besten werden dann am 29. April oder so ungefähr halt präsentiert und angekündigt von Fortnite auf den sozialen Medien. Ich verlinke euch den Blogpost mal unten in der Videobeschreibung, falls ihr euch das mal durchlesen möchtet selber, was dieses Fotografie-Event angeht. Ansonsten haben wir das einmal kurz besprochen, und das war es auch mit dieser Kollaboration. Version 20.4.0 ist seit einigen Stunden noch auf den Testservern. Ich wollte nicht Staging-Servern sagen, sondern Testservern. Das heißt, es wird von Epic Games getestet, und Epic Games bereitet sich darauf vor. Voraussichtlich sollte es auch das letzte große Update in dieser Season sein, da kein 20.5.0 Update in den Dateien geplant ist. Also mit dem neuesten Update gab es auch zwei Änderungen, und zwar wurden zwei NPCs rausgenommen oder werden vermisst. Ich denke mal, die sollten dann im Laufe der nächsten Updates und Tage oder Wochen wieder aktiviert werden oder werden woanders spawnen. Aber einmal der NPC Bow Bros wurde deaktiviert. Er spawnte normalerweise in Condo Canyon in einem Gebäude oder in einem Raum, besser gesagt, und hat eigentlich gar nicht gestört. Also ich weiß nicht, warum die den deaktiviert haben. Ich denke mal aber wegen den Gefechten zwischen den 7 und dem IO, was Sinn machen würde. Aber ich denke nicht, dass es gestört hatte. Ich denke mal, die legen gerade nur den Fokus auf diesen Kampf, weshalb der NPC
vielleicht als eine Ablenkung diente, vielleicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann wurde auch Charlie, also NPC Nummer 21, glaube ich, genau, rausgenommen und deaktiviert. Er spawnte bei The Daily Bugle in einem eigenen Raum und der Raum wurde sogar angepasst. Danke fürs Einschalten, Freunde. Ich bedanke mich, dass ihr auf dieses Video geklickt habt. Wenn ich euch informieren konnte und ihr jetzt auf dem neuesten Stand seid bezüglich Fortnite, lasst ein Like da. Und um nichts weiteres zu Season 2 von Fortnite zu verpassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.